Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Droh doof. Die würden sich hier mit dem Kopf an der Decke hier festklemmen. Das ist erstaunlich, wie doof die Tiere hier sind. Man muss es wirklich betonen. Deswegen auf zwei Etagen mache ich das jetzt mal. Mit diesen Superstelzen. Ich frage mich, wie die muss man wahrscheinlich im Ofen schmieden und so weiter. Aber es ist nur eine Person. Wie kriegt die die da oben drauf? Ist doch bloß ein kleiner Schmalspur-Rambo aus dem Anime-Studio. So. Jetzt haben wir hier alle, bis auf einen. Und jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Okay, dann brauchen wir wieder eine Treppe. Nein, so hier. Dann brauchen wir eine Ablage. Oder eine Stelze, weiß ich nicht. Jetzt noch mal eine Treppe. Okay. Problem. Ich brauche eine Ablage. So. Jetzt die Treppe. Mal gucken. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir die Ablage machen. Und jetzt haben wir wieder ein Problem. Stelze. Alter Schwede. So. So. Das sieht aber jetzt alles scheiße aus, deswegen kommt jetzt hier so eine Art Verdeck dran. So, auch hier mache ich alles zu, weil es soll ja nur die Treppe sein. Und dann kommen wir hier auch rüber. So, hier. Dann können wir jetzt endlich mal diesen blöden Dings hier machen. Also ehrlich, das ist ja anstrengend. Das muss ich noch ändern. So, einmal hier. Dann haben wir das schon mal. Und jetzt habe ich hier in, ja, das Dach oben drauf. Ein schräges Dach und dann können wir das von der anderen Seite mal beobachten. Wie das eigentlich aussieht, wenn ich jetzt da vorne stehe. Okay. Gut, dann haben wir ja schon einiges gemacht heute eigentlich, in der Theorie. Weil, ist ja keine Realität, das ist ja nur virtuelles Spielen hier. Aber, bin auch gar nicht so froh, dass ich nicht in dieser Situation bin, allein auf dem Wasser, wo ich zwar alles bauen kann, was ich gerne möchte, aber dafür komplett einsam und alleine bin und keine Perspektive habe, überhaupt irgendwie weiterzumachen. Also wäre ich in dieser Situation, würde ich mich eher freiwillig ertränken. Wenn ich weiß, ich bin der Allerletzte. Da hat es ja keinen Sinn mehr, überhaupt zu leben. So. Ja, ist nun mal so. Dann haben wir jetzt hier.
Die Dinger. Okay. Und dann mache ich immer mal dicht. Super. Haben wir das. So, auch hier. Und dann können wir uns das mal von der anderen Seite anschauen, wie der Innenraum dann auch belebt wird. Ich weiß noch, dieses ganz große Schiff, was wir mal gebaut haben, Bionalo und ich. Ui. Das war echt eine coole Arbeit gewesen. Aber man kann leider nicht zwischen kreativ und einfach quasi rumswitchen. Entweder man ist drin oder man muss neu anfangen. Ist natürlich doof. Sonst hätte ich mal die andere Welt auf kreativ gemacht und so weiter. Wäre natürlich angenehm gewesen. So, einmal hier. Dann haben wir hier das Deckelchen. Dann haben wir hier. Wir haben jetzt na, das Problem. Wenn ich jetzt mit dem Hammer jetzt hier drauf gehe, so. Das ist quasi so. Kann ich ja nicht machen. Okay, ich kann es nicht drehen. Das ist so von Haus aus. Ja, ich versuche es zu drehen. Geht nicht. Okay. Ah, shit. Ey, diese Achse ist ja echt hardcore. Diese Achse ist wirklich hardcore. Nimm ich mal. Na, wo ist denn das? Fundament. Na, Maus. Irgendwas ist hier mit meiner Maus. Okay, dann haben wir das jetzt hier. Dann suchen wir wieder die Wand. So, hier. Gut, dann. Okay, dann machen wir hier auch dicht. Und jo, so. Damit man das auch gar nicht sieht hier großartig. Ja, dann kann ich ja die halben nehmen. Wie sieht's aus? Passt. Hammer mal zur Seite legen, passt alles super. Und ja, warum sollte es nicht passen? Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt einen Hammer nehme und jetzt hier da drauf gehe. Sieht scheiße aus. Also muss ich wieder die Axt nehmen. Mann, hier hat sich so viel verändert bei Warft. Ah, hier. Das war die Sache. Hier. Und jetzt noch mal die Außensache. Also hier kann ich jetzt nicht weiter runter gehen. Aber ich kann hier zu machen. Okay, dann haben wir das hier auch dicht. Dann gucken wir mal, dass ich die Laterne hier irgendwie anbringen kann. Ah, ich muss noch nicht mal großartig hier hoch.
Na, einmal in die Mitte. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.